Wir sind wieder zurück bei Zocken mit Bohnen, dem Steam-Nachmittag. Mit Superhot. Das ist aber gar nicht Steam, das ist ja voll gecheatet dann von dir. Nee, das stimmt, das ist nicht Steam. Können wir danach Flash Games spielen? Das ist umsonst, aber. Das ist die Alpha-Version von Superhot spielen wir jetzt. Ist schon ein bisschen älter, aber das Spiel kommt nämlich bald raus und ich dachte, zeigen wir es euch nochmal. Damit euch wie alt ist denn das, wenn du sagst, das ist von 2014, glaube ich. Ja, komm, so alt ist das noch wieder. Ja. Ich dachte, jetzt kommt 2005. Aber es kommt jetzt raus, dieses Jahr noch. Mhm. Man kann es im Browser spielen, aber nur, glaube ich, mit Firefox. Ich muss mir extra Firefox dafür runterladen. Also, Sophia, ich habe jetzt das Tutorial schon gemacht. Ey, du hast ja sogar noch Internet Explorer drauf. Ja, muss ich. Auch noch in der Taskleiste. So, jetzt geht's nämlich los. Pass auf, Tutorial ist schon vorbei, da schwebt die Waffe. Das Witzige an dem Spiel ist, dass sich die Zeit nur weiter bewegt, wenn man läuft. Weißt du? Immer? Ja, guck mal. Wenn ich mich bewege, dann läuft die Zeit weiter. Ich kann also schießen. Die beiden schon mal abknallen hier. Und dann kann ich loslaufen. Oh, meine Waffe ist leer. Jetzt nicht mehr. Zack. Und da hinten ist auch noch einer. Das hat was. Das ist quasi das Umgedrehte von Slow-Mo. Es ist immer Slow-Mo, außer wenn du läufst, dann ist es Normalgeschwindigkeit. Man kann also ganz genau zielen, bevor man was macht. Muss sich nicht so Mühe geben. Also wenn du den Gegner siehst, kannst du erstmal warten, in Ruhe hier auf den Kopf zielen und dann und super hot den ausschalten. Super hot. Super hot. Das war super hot von mir, oder? So. Zwei Level. Du darfst auch den mal versuchen. Ich habe jetzt keine Waffe, weißt du? Oh, ich bin auch so richtig geil bei Schussspielen. Letztes Mal, als wir Uncharted gespielt haben, guck mal, kam kann auf genau einmal sehen, hier, alles klar, muss ich nach irgendein links Viech aufweichen. Um die Ecke. Ja. Kam auf einmal irgendein Typ um die Ecke, hat versucht, mich abzuknallen. Ich habe nur überlebt, weil ich vollkommen daneben geschossen habe und einen Ölcontainer verstappt, der ihn gesprengt. Aus Versehen, oder? Aber dadurch waren alle ausgeschaltet. Also man kann eigentlich ziemlich leicht immer den Kugeln ausweichen. Jetzt habe ich es gleich zur Waffe. Wieso schießt du sie nicht? Ich hatte keine Waffe. Ich musste erstmal die Waffe hier holen. Kannst du dich bücken? Und jetzt kann ich die alle drei erstmal erschießen hier. Ah, ich hatte nur eine. Oh. Ich wurde erwischt, ich Idiot. Okay, ich kann einfach so laufen. Grab the gun. Zack. Das wird knapp hier. Ich mach erstmal den mittleren, Ende, ne? Ja. Zack, der ist schon mal weg. Wo ist denn die? Bam! Und den auch, oder? Mhm. Super hot. Willst du auch mal? Ja, ich probier's mal. Du darfst so lange Chat spielen. Das war super hot von mir wieder. Oh je, Sophia ist schon wieder super geil. Ich habe das Gefühl, das ist ironisch gemeint. Habe ich schon eine Gun? Weiß ich nicht. Versuch doch mal zu schießen. Oh! Hast du nicht? Nee. Kann ich die hauen? Nee, kann ich machen, dass wegnehmen. Er ihn erschießt? Die Gun weg von ihm. Mit dem Maustaste. Sehr gut. Eieiei. Okay, du bewegst dich ganz schön schnell dafür, dass es Slow-Mo. Genau, das da hinten ist einer. Perfekt. Du hast aber, glaube ich, die Mama! Acht. Du musst gar keine Angst haben. Du musst dich einfach nicht bewegen. Dann kann eigentlich nichts passieren. Was bedeutet denn die 6? Hä? Du hast keine Waffe mehr. Da liegen nein, aber, da komm liegen zurück! Runter. Du musst einfach die Waffe von den Gegnern einsammeln jetzt. Mhm. Okay, jetzt hast du wieder. Alter, wie du. Alter, mach beide auf einmal. Nice. Alter, wie du da durchrushst. Wieso denn? Ich rush doch gar nicht, mach das ganz normal. Ja, verarschst du mich? Nee, nur nee, finde ich krass. Oh, oh. Oh, ich dachte, ich kann ihn so. Tim hat gestern Destiny gespielt hier. Ja. Und musste so ein Ding machen. Der hatte so ein Schwert und du brauchst aber Heavy Ammo für das Schwert, um es zu benutzen. Oh, oh, ich glaube, ich werde das nicht lange überleben. Oh, eine. Ja, auf jeden Fall. Ist das ganze Spiel lang keine Heavy Ammo gedroppt und der musste alle einfach nur mit dem Handrücken von dem Schwert immer erschlagen, das ganze Spiel lang.
Mega dumm. Komm her, komm her. Du darfst hier einfach nur nicht so schnell laufen, glaube ich. So, jetzt gehst du da hin. Da kann nichts passieren. Okay, cool. Ist er weg? Nee. Du bist einfach wieder hingelaufen. They keep coming. Das war knapp. Das war sehr, sehr knapp. Ja. Guck einfach rum, Ecke. Da kann ja nichts passieren. Die schießen ja nicht. Ja. Aber ich habe doch nicht dahin gezielt, sondern nach da. Na? Ja! 9 noch. Nice. Das ist wie so ein Anfängerkurs. Achtung. Oh! Uff, habt ihr den gesehen? Jetzt hast du keine Waffe mehr. Jetzt musst du immer alles einsammeln. Oh, eine Brille. Die brauchst du nicht. Na gut. Da liegt eine Waffe. Da liegt eine Waffe. Aber die ist sehr risky zu kriegen. Sehr risky. Das könnte sehr ins Höschen gehen. Du musst halt immer nur gucken, wo die Gegner stehen. Da kann eigentlich nichts passieren. Ja, aber wenn ich mich bewege, dann können die ja schießen, während ich nichts tue. Ja, aber die Kugeln sind ja langsam. Geht. Ich mache irgendwas scheinbar falsch, dass die mega schnell sind. Ja, du läufst. Nein! Oh, na, vielleicht solltest du das wieder spielen. Meinst du? Das sieht vielleicht ein bisschen spannender aus. Da passieren Dinge, wenn du spielst, weißt du? Bam, schön. Come on. Oh, jetzt habe ich endlich mal zwei Waffen. Nein. Erst den Bengel da hinten. Schön, nur noch 7. Ich habe die ganze Zeit einfach an der falschen Seite angefangen von dem Raum. Wieso kann ich denn die Ladung, die Munition nicht aufnehmen? Ist ja auch blöd. Hast du einen Stuhl? Oder? Wo ist denn? Ah! No! Oh Mama. Oleg. Ah, so schwer ist der Raum doch gar nicht. Eigentlich nicht. Nee. Hier, ich will nicht mehr. Ich mach das nochmal. Nein. Nein. Gib mir den Chat. Haha. Okay. Hm? Ich hab verloren. Macht ihr eigentlich was an Karneval? Ich finde Karneval voll doof, aber vielleicht mögt ihr Karneval. Was machst du an Karneval, Gunnar? Nichts. Sehr gut. Wenn nicht aus dem Haus gehen. Ja. Karneval ist schlimm. Ja, aber in Hamburg Gott sei Dank ja ein bisschen eher weniger vertreten. 8 noch. Okay. Man sieht, dass sie keine Zockerin ist. Frechheit, oder? Man muss dazu sagen, ich bin halt einfach auch echt wirklich nicht gut in Shootern. Was nicht heißt, dass ich sie nicht gerne spiele, es ist einfach nur eine Qual. 5 noch. Schießen die Idioten denn? So, Gunnar, jetzt musst du es beim ersten Versuch schaffen, weil du so ein krasser Zocker bist. Keine Bullets, okay. Oh, das war ganz schön knapp. Ich würd immer auf der anderen Seite dann rausschauen. 4 noch. 3. Da war noch einer, ne? Ja. Wenn du den landest. Nee. Slightly. Noch. Hä? Hinter dir. Hinter siehst mir? Du, da passieren Dinge manchmal. Das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht gut in Shootern dumm. Bin. Dumm, dumm, dumm. Geil. Zack. 9. Oh mein Gott, warum spielst bzw. sitzt du dann da? Hallo, wenn du von Anfang an eingeschaltet hättest, was du ja offensichtlich nicht getan hast, wüsstest du, dass ich nicht wusste. Dass eben das richtig gute Spiel kam, ja. Was Sophia richtig gut konnte. Ja, und dass ich nicht wusste, welche Spiele Gunnar ausgewählt hat. Gell? Ja, das Putzspiel habe ich extra für die Frau ausgewählt, zum Beispiel. Genau. Aber das konntest du und ja auch das nicht. Schöne bunte Springspiel. Das schwarz-weiß war. Da gab es doch auch so ein korallfarbenes Level. So, diesen machen wir auch eben hier. Und dann kannst du mir Max herschicken, dann spielen wir wieder ein Hackerspiel. Das ist schön, die machen wirklich Spaß. Die finde ich toll. Also zumindest das, was Max letztes Mal mitgebracht hat. Ich weiß nicht, ob Max... Yeah. Ah, muss man auf die Beine ballern hier, guck mal. Wieso denn auf die Beine? Weil da ein Schutzschild vor ist, oder? Wo ist da denn ein Schutzschild?
Auf jeden Fall ist der kaputt. Ist da noch einer? Da stehen zwei oder was? Ach so, da bist du. Ja, da standen zwei. Oh, oh. Ah, daneben. Oh, oh, das war knapp, Gunnar. Das war so knapp. Cool, ne? Ein bisschen. Okay. Ballern auch alle, ey. Ob wir das von letzter Woche noch weiterzocken. Also ich fand es gut, aber es stand jetzt nicht im Plan drin. Ihr könnt ja mal alle Dennis schreiben, dass ihr nochmal das coole Hackerspiel von letzter Woche sehen wollt. Nee, wir spielen ein anderes Hackerspiel gleich. Ja, aber nächste Woche würde ich auch gern mit Max wieder ein Hackerspiel spielen. Jeder soll doch ein Stückchen Max abkriegen. Max ist mein. Boah, da sind noch zwei. Ja. Eins. Und da ist der letzte. Super hart, super hart. Ja, das ist super hart. Das macht mich voll aggressiv. Wenn er immer super hart sagt? Ja, weil er es so dumm sagt. Komm, ein Level gucken wir uns immer an. Super hot. Super Bossfight? Okay. Okay. Mal sehen, mit wie vielen Kugeln der Boss gleichzeitig schießt. Kill the CEO. Catherine abgesetzt, Fragezeichen. Hey Sophia, geht Uncharted 2 weiter. Ey, wenn ihr Bock habt, dass wir die Spiele weiterspielen, ich spiele immer liebend gerne Spiele weiter. Aber ja. Weiß nicht, schreibt uns doch mal, keine Ahnung, an Kontakt@ oder sowas, dass ihr das gerne weiter sehen möchtet, weil euer Feedback ist ja im Prinzip das, was ausschlaggebend sein sollte. Wenn genug Leute sagen, dass wir Catherine oder Uncharted weiterspielen sollen, bin ich liebend gern dabei. Aha. Ja, du nicht? Wie muss man da Bescheid sagen? Ist das der Boss? Ich glaube schon. What the fuck? Was soll ich machen? Spring. Spring, Gunnar! Jump out of the window? Okay. You've been a good boy. Super hot. Das war der Bossfight. Das war der Bossfight aus dem Fenster springen oder was? Ja, das war Click to the Campaign. Ja, das Kickstarter-Spiel kommt aber wohl dieses Jahr raus. Das war das dritte Spiel, was ich mitgebracht habe. Sehr gut. Wie lange spielen wir noch? Wir beide? Ja, wie lange haben wir noch? Wir beide gar nicht mehr, glaube ich. Ich will ist jetzt schon Max vorbei? Haben. Na gut. Das macht nichts. Ja. Sophia steht auf Nathan. Das kann ich natürlich leider nicht verneinen. Nathan. Nathan Drake ist der geilste Typ der Welt. So, Sophia, kannst du mir Max herschicken? Ja. Der soll dann, wir spielen jetzt MOOC. Hier steht die Frage, wozu gibt es den Chat? Ja, ich muss natürlich auch ein bisschen klar sein, dass die Leute, die jetzt für Programme und so zuständig sind, nicht den ganzen Tag auch hier sitzen können und den Chat beobachten können. Deswegen ist auch, hast du den Chat beobachtet? Ja, wir, aber jetzt nicht die Leute, die das, die Programmplanung machen zum Beispiel. Die sind ja mit wichtigeren Dingen beschäftigt sozusagen. Ich Tarski. Ja. Der ist sehr busy. Deswegen, also wenn ihr mal direktes Feedback schreibt, der freut er sich bestimmt sehr drüber. Ganz bestimmt. So. Jetzt bräuchte ich den Max, weil ich Max. Kann nämlich überhaupt nicht hängen. Beziehungsweise habe ich schon versucht. Komm, wir probieren es einfach mal. Ja, erste Episode, guck mal. Okay. Aber schreib ihm mal, dass er kommen soll. Der weiß scheinbar gar nicht, dass er schon dran ist. Doch, um 15 Uhr ist nach 4 Minuten hat er noch. Wir machen gleich erstmal Werbung und dann ist Max da. Continue? Nee, wir machen ein neues Spiel. Ja, ne? Neues Spiel. Ist nämlich gar nicht so einfach. So, man muss jetzt einloggen mit dem Passwort. Dann geben wir mal Login ein, ne? Command not found. Sag mal help. Help. So, da kommt Max schon. Du hättest klein Login schreiben müssen. Nee, ich hab grad. Nee, ich hab jetzt gerade. Nein. Display the password. Ich will euch jetzt auch nicht dazwischen funken in eure Zweisamkeit. Also wie ihr wollt. Ja, ich setz mir gerade meine Funke auf. Dazwischen. So. Wir machen help, so. So, warte mal, ist das hier überhaupt? Aua. Log into the system, display the password. Wieso ging das denn nicht? So, Password ist Bruce Dayton. Dann machen wir jetzt Login. So. Ich klappe dir. Mach nochmal Mikro aus, bitte. Bruce Dayton ein. Welcome to Mew Complex, Bruce Dayton. Hey, Bruce. Nein, wir haben gerade angefangen.
Na, da kommt Max. Sophia, geh nicht. Sophia soll da bleiben. Endlich mal auch ein Spiel, bei dem ich vielleicht mitmischen kann. Okay, log in mit meinem Administration-Passwort. Oh, da muss Max das machen gleich alles, ne? Du musst auf jeden Fall die Tastatur übernehmen. So, mein Mikrofon ist ready. Ihr könnt mich also. So, Max kommt jetzt. Hier ist Max! Meine Damen und Herren. Aua. So, Max muss in die Mitte gehen, weil er ist der Chef hier beim Hacker. Ja, Max, du bist der Hacker. Ich habe noch massive Probleme mit meinem Mikrofon. Massive Knieprobleme. Das ist für der Running Gag. Nee, wie sagt man? Nicht Running Gag, sondern... Hast du neue Schuhe, Max? Nee. Nein. Hab ich jetzt mal auch schon gefragt, ne? Die Schuhe sind voll hübsch, aber die hat Max schon länger. Timo guckt mich gerade an, als wäre ich der letzte Vollidiot. Ja, setz dich doch erstmal. Ich merke das wohl. Komm, Max, ich bieg dir auch dein Mikrofon zurück. Geil. Ich mach's einfach auf die andere Seite. Kommst du jetzt mal? Ja, mein Gott, ey. Muss mein Kaffee. Press Enter to execute it. So, jetzt ist es richtig gut, Timo. Schreib mal Cat. So, muss ich denn hin? Wo kann ich mich hinsetzen? In der Mitte, hier. In die Mitte? Ja, du bist doch der Super-Hacker. Mm. Der Super-Hacker. Ich will aber nicht spielen. Doch, du bist der Super-Hacker. Ihr beide spielt und ich sitze einfach nur hier. So, kann ich mich das jetzt fallen lassen? Das ist auf jeden Fall, ja. Ja. Komm hier. So, das machst du. Oh, was hast du da Feines mit? Ist das Kaffee? Mhm. So, du nimmst den Chat, Sophia. Bestimmt voll die Kaffee. Oh, ich habe auf jeden Fall die beste Rolle. Du musst jetzt eben ein bisschen hacken, Max. Hier ist mein Kaugummi. Cosmo, ich würde mich auf Sophias Schoß setzen, deswegen sitzt du nicht hier. Sag nochmal hier, display the last audio message mit MOTD. Oh, schön kuschelig hier bei euch. So, hallo, erstmal. Wo gucke ich denn, welche Kamera ist denn welche? Okay, hallo. Mach mal nochmal das letzte. Open Password TXT. So, was machst du denn? Du machst alles kaputt. Nein, ich habe nochmal das letzte, wenn Max weiß, wo wir sind. Das ist ja jetzt schon richtig anstrengend mit euch, du. Wir müssen Password TXT öffnen. Okay, welche Befehle haben wir denn? Wir Password können erst mal Help, genau. Help. Das sind unsere Befehle. So. Up, Login, LS, Cat, Help. Okay, okay. So, dann können wir, also, welche Dateien gibt es? Ups, LS. Und wir sollen Password TXT. Okay. Ich muss erstmal hier mit der Tastatur klarkommen. Cat geht nicht. Doch, Cat, Password DT ist, ja. Ach so. Hi, Bruce. So, dein Passwort ist Alomoto. Okay, dann können wir Login machen wieder, oder was? Ich werde hier gerade voll ins kalte Wasser geschmissen. Ich weiß nicht mal, was wir machen müssen. Nur Login? Müssen. Enter? Achso, Allo Moto. Achso, ja, ich hab's gecheckt. Danke, Gunnar. Okay. Oh nein, ich darf nicht so aggro sein, dann sagen die Leute wieder, ich muss ein Snickers essen. Okay, jetzt müssen wir gucken, wie man einen. Achso, ich mach mal Help. Gunnar und Max sollen mal wieder eine Backstreet Boys Session starten. Oh, auf jeden Fall. Habe ich etwas verpasst? Das ist doch geil, wie die Maus bei dir im Schritt liegt und immer, wenn ich die Maus bewegen will, ich meine Hand quasi. Das ist schön, ne? Ziemlich geil. Schon so, also. Hier, dieser Command hier. Darf ich vielleicht tippen, damit ich auch meine Hand in jemandes Schritt habe? Ich fühle mich hier so einsam. Ich kann auch die Maus hier. Ich lasse es lieber. Sudo heißt Super User Du. Also Sudo. Echt? Hä? Was heißt das? Das ist quasi. Sudo Maso. Machst du das Sudo-Login oder was? Nee, du musst erstmal die Passwort hast du ja nicht. Jetzt schon vergessen, was wir machen müssen. Du musst dich einloggen als Administrator. Als Admin, okay. Dann brauchen wir das Admin-Passwort. Welche Dateien haben wir? Passwort ist ja geil. Passwort ENC. Achso, Sudo Cat Passwort. Okay, das ist jetzt. M3. Okay. Mega Passwort. Mega Passwort. Diese Schrift nennt man Lead Speak, oder? Ja. Kennt ihr, ne? Ja. So, dann machst du Sudo. Login. Passwort. Mega Passwort. Alter. Nice. Okay, du hast es geschafft. Regie, könnt ihr uns größer machen, wird gefragt, weil das Spiel nimmt nicht so viel Screen ein. Ich glaube, das war ein Versehen, das war kein Traum. Das nicht interaktiv, Leute? Guck mal, ihr habt gewünscht und schon. Komm, jetzt habe ich schon wieder verpasst, was wir machen müssen. Toll, Sophia. Mi, mi, mi. Unlock, okay.
Okay, confirm your identity. You need to enter your birthday to confirm your identity. Okay. Wann bin ich geboren, Gunnar? Das steht bestimmt in... Erdchild? Erdchild.mail? Birthday.jpg. Okay, aber wie öffne ich Bilddateien? Kann ich auch einfach so machen? Ja. 30. Ich bin 30, okay. Dann Level A, 1. Wir müssen mal die Mails durchgucken. Erdchild. Kein Geburtstag. Vielleicht hast du... Okay. Wie machst du das denn gerade alles? Auch kein Geburtstag. Du kannst... Ach, das sind doch andere Mails. Okay, alles klar. Du kannst quasi AM tippen und dann Tab, dann schreibt er das zu Ende. Ist das immer beim Hacken das ist, so? Das ist auf der Konsole meistens so. Also in Kommandozeilen. Hm. Steht da mein Geburtstag? Nein. Oh Mann, ey. Kennt ihr das auch, wenn ihr nicht mehr wisst, wie alt ihr seid? Da! Tonight is birthday, okay. Okay, also am 10.3. oder 18. Nee, 18.3. 64? Alter, okay. Jetzt habe ich nur ein kleines Problem. Ich habe vergessen, wie ich es eingeben muss, um mich zu authentifizieren. Passwort einfach? Nee, warte mal. Hier, Unlock. Unlock 03. 18. Ah, okay. Da war ich ein bisschen zu voreilig. 1846? 64 meine ich. 64. Ja. Incorrect. Nee, er ist ja 30, ne? Oder wie alt war er? Hä, muss ich mein Geburtsdatum von diesem Jahr eingeben oder was? Ne, er ist ja 30. Ach, in dem Jahr, in dem er 30 wird. Oder was? Er ist ja 30 jetzt. Also es ist ja 2015, also. Ja. 85. Warte mal, ich glaube, wir. Oder nicht? 85, oder nicht? Zur Hölle, 64? Mach mal Unlock. Warte mal, mir fällt gerade was auf. Wie geil alt ist diese E-Mail bitte? Fällt dir das gar nicht auf? Doch, die ist von 64, ja. Und dann, da ist er 30 geworden, oder was? Vielleicht ist das 2064. Ja, aber es würde ja nichts ändern. Ja, was ist denn jetzt gerade euer Problem? Ich bin ja so ins Spiel eingestiegen. Spielt das in der Zukunft? Das weiß man nicht. Nee, das ist alles so, wie es so ist. Das wissen wir gar nicht. Ja, guck doch mal. Ach, warte mal. Tonight is Bruce Birthday. Sophia, kannst du bitte aufhören, dein Knie zu streicheln? Genauso, als wärst du mein Haustier. Sophia, können wir uns mal hier auf das Rätsel konzentrieren? Mach nochmal. Weil er schreibt ja, tonight is Bruce Birthday. Bestimmt sagt der Chat schon, jetzt verzweifeln die schon an der einfachsten Aufgabe. Okay, 10 Euro. Aber das war 64. 03:18:34 schreibt jemand. Aber ich weiß nicht, wieso. Ja, genau. Weil er Ist jetzt 64. Ah, weil er 30 ist. Okay. Ah, ja, weil er 30 ist. Okay, also war es genau andersrum. Ich hätte jetzt 94 getippt, weil ich in der Vergangenheit gedacht hätte. Aber danke, wer hat es denn gesagt? Nee, du musst erstmal auch Unlock machen. Ich Tiefkühlbohne. Danke. Tiefkühlbohne? Nee, Tiefkühlbohne. Achso, 34. Bam. Okay. And you will have to use a map to position yourself in this large complex. We remind you that your computer is located on level 01 in sector 01. There is a virtual lock on a computer level 02 in sector 01. Please connect on a computer in level 02 to fix it. Boah, Alter. Okay. Okay, wir gucken erstmal, was hier so abgeht. Achso, es sind immer noch die gleichen. Okay. Ah, SSH, okay. Damit können wir move to another computer, okay. Aber woher wissen wir die Adresse des Computer Name, okay? Das stand da noch nicht, ne? Kann ich hochscrollen? Was denn? Achso, kannst du mal Level 1 JPEG angucken? Ah, okay, ja, kann ich. Ah. So, und was wollte er? Du sollst daten und du sollst Level 2 Computer, okay. Aber da wissen wir den Namen nicht. Nee. Was ist denn Data Part 02? Guck mal, Data Part 01 an. Alter. Gibt es ja Part 1 oder was? Weiß ich nicht. Vielleicht. Nee, wenn es nicht gelistet wurde. Nee. Okay. Wir wurden wieder verschoben. Hier ist Daniels Computer Passwort. Was ist das, mein Kaffee? Habe ich dir den gegeben? Ja. Okay, replace every 4 by 0 to make it work. Oh Gott.
System. Nee, aber das ist jetzt ist ja ein anderer. Das ist verschlüsselt, ne? Das ist ja ein Name eines anderen Computers. Wir wollen ja jetzt erstmal den Computernamen hier wissen. Ja. Adam ist bestimmt Kims Computer. Aber egal. Ich will nochmal einmal. Können wir die Tasse wegstellen? Ich kann sie auch gerne halten. Okay, danke dir. Hast du alle Dinger schon angeguckt, alle Mails? Ja, die anderen Mails waren ja zu unserem Geburtstag. Oder? Die eine nur, oder? Was ist Levely? Ah, Level 1. Oder wir haben die anderen Mails alle gar nicht richtig gelesen. Was ist denn Level 1, die Mail? Achso, das ist wahrscheinlich einfach das Level, was wir spielen. Nee, Level 1 ist das JPEG, was wir da offen haben. Achso. Okay, das ist auf jeden Fall Ryan. Vielleicht hat... Guck mal, die heißen ja immer nach dem Vorname, Nachname. Ah. Weißt du? Und der Typ. Und das ist Ryan Tim Child, Gordon. Ist es jetzt. Adams. Guck mal, das ist Ryan Child. Und der ist Sektor mit. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Vielleicht ist der Rechner heißt dann bestimmt auch Ryan Child. Ja, aber wer sagt denn, dass das dein Rechner ist, auf den wir müssen? Das wissen wir nicht. Er ist halt mit. Was heißt denn mit? Warte mal. Meint, your computer is located on level 1, Sector 1. Okay, das sind wir hier. Der ganz oben. Genau. Aber wie dumm. Ach, ich kann das verschieben. Was? Ja, okay. Gut. Da machen wir jetzt Werbung und danach hackt Max ein bisschen weiter sich in die Database vom Mew-Komplex. Und solange gibt es ein bisschen Kaffee, denn ein Hacker ohne Kaffee ist wie eine Mutter ohne Morgenröte. Ja.